Nussbutter ist jetzt perfekt. Die Molke verbrennt ungefähr bei 130 Grad. Muss man aufpassen, wenn man höher kommt, da hat man ganz schnell schwarze Butter. Das ist übrigens für jedes Püree oder für jede Hollandaise zum Beispiel geschmacksintensiver Nussbutter zu nehmen. So, jetzt lassen wir das Ganze abkühlen. Auch eine Temperatur von 60 Grad, die müssen wir dann auch halten. Das heißt, das Ganze lassen wir jetzt noch ungefähr 10 Minuten stehen. Das ist mal die einfachste Variante, wenn man das Eiweiß hinterher noch verwenden möchte. Geht man einfach hier einmal rein und kann sie ganz einfach so von dem Dottersack trennen. Den möchte man natürlich dann nicht mitessen. So, wir sind jetzt bei knapp über 60 Grad. Das Eigelb geht jetzt rein und da bleibt es für ca. 30 Minuten, 20 bis 30 Minuten. Und dadurch kriegt es eine ganz gelartige Konsistenz. Und nachher kommt noch eine Prise Meersalz drauf und dann ist es auch schon fertig.